I'm dreaming of a white city skylines. Ja, so oder so ähnlich würde ich euch jetzt begrüßen, wenn ich singen könnte. Damit moin Mittag und guten Abend da draußen und herzlich willkommen zurück zu City Skylines, unserem neuen Special. Und zwar starten wir jetzt im Winter Special. Und ihr seht schon, ich habe natürlich das Add-on runtergeladen, Snowfall. Wir haben eine wunderschöne Schneemap und ich freue mich auf neue Gebäude, neue Sachen, auf die Tramstation, die wir bauen können. Und ich hoffe, wir kriegen ein richtig, richtig schönes, gemütliches Winter Wonderland hin. Und das Ganze natürlich wie immer gerne mit eurer Unterstützung. Das heißt also, ihr könnt natürlich wie immer unter YouTube aktiv in den Kommentaren mitmachen. Wenn ihr ein Haus haben wollt, irgendwo, was euch gefällt, irgendwo ein Part, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann schreibe ich es rein. Wenn ihr Ideen habt für Stadtnamen oder Gebiete oder irgendwas Spezielles bauen, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und beginnen das Ganze jetzt auch für euch das erste Mal oder beziehungsweise, naja. Ja gut, ihr werdet jetzt nicht so viel profitieren wie ich. Na doch, eigentlich schon. Verdammt. Ich spiele auf jeden Fall auf der Xbox One X. Und ich hatte schon mal in einem Forza-Video gesagt, aber jetzt vielleicht für alle City Skylines-Fans da draußen, für die Consolero-Fans. Ich muss euch sagen, das Spiel hat ja kein Update bekommen für Xbox One X. Das Interessante dabei ist aber, ich weiß nicht, ob man das schon so mitbekommt, während ich hier die Kamera. Es ist sauflüssig geworden. Es ist so ultraflüssig. Das ist ein reines Gleiten hin und her und hui, 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 hui. Richtig cool. Wirklich richtig, richtig cool. So, jetzt schauen wir uns doch aber erstmal an. Eigentlich ganz lustig, weil hier ist auf jeden Fall die Autobahn. So, die ist dort miteinander verbunden. Das heißt also, wenn wir dann demnächst wieder was freikaufen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, was können wir denn auf dem Gebiet freikaufen? Wir starten, machen das wie immer ohne Geld. Damit wir ein bisschen freier sind, was das Bauen betrifft. Können das aber natürlich dann auch später aktivieren. Gut freigeschaltet. Also zumindest ein Hauch von etwas. Ich schaue mir das gleich mal an. So. Und sagen wir mal das. Wieder eigentlich gemacht. Und hier drüben auch noch freimachen. Mal sagen, das auf jeden Fall. Okay. Das wäre unsere Fläche, die wir bebauen könnten. Denkt dran, das Ganze ist natürlich wieder ein Winter-Special. Ja. Deswegen schauen wir einfach mal. Hier gut. Oder sieht. Man könnte schon hier oben drauf bauen. Sind jetzt aber nicht so viele Hügel, ne? Und die Musik, ne? So voll weihnachtlich irgendwie. Ich muss mal ganz kurz leiser machen. Oh, ja. Ja, also hier auf jeden Fall. Ich hätte aber gerne. Ich hätte halt gerne das da noch frei. Also noch ein bisschen mehr Berg-Action. So ein bisschen. Wartet mal. Ich möchte mal das verlassen. Ich möchte mir mal noch ganz kurz die anderen Snow-Maps anschauen. Vielleicht auch gleich mal interessant für euch zu sehen dann. Neues Spiel. So, jetzt schauen wir mal. Aber das sah alles so flach aus, ne? Also verschneite Küste. Also wir haben jetzt zugefrorene Flüsse. Dann eisige Insel. Oh. Oder verschneite Küste. Ja, da bleibt eigentlich nicht viel, ne? Also zugefrorene Flüsse hat man ja gerade. Baugebiet. Warte mal, hier haben wir Baugebiet 56. Ich versuch's mal mit eisige Inseln. Aber ne, ist ja auch Quatsch, oder? Lauter kleine Inseln. Nee, das passt nicht in unser Winterthema rein. Dann gucken wir uns höchstens mal verschneite Küste an. Wie das Gebiet ausschaut. So, ja, machen wir erstmal hier alles rein. Und dann starten wir mal hier kurz. Müssen wir ja, wir müssen ja erstmal alles abchecken, ja. Bevor sie richtig, richtig losgeht. Ansonsten, wir kriegen das natürlich hübsch. Das ist natürlich keine Frage. Also bitte. So, jetzt schauen wir erstmal die Map, bevor ich hier wieder weiter labere. Ja, ist halt. Da drüben ist ein Berg. Kein hoher, aber es ist ein Berg. Nee, es sieht im Prinzip flacher aus. Da ist nochmal ein relativ großer Berg. Aber das sind auch keine Ahnung, wie viele Gebiete, die ich freischalten müsste. Und in die Richtung?
Nee, dann können wir auch die andere nehmen. Also das nimmt sich da, glaube ich, nicht so viel, würde ich behaupten. Gut, dann können wir hier wieder raus. Und dann nehmen wir die andere. Die andere hat ja auch schon einen Namen. Wäre schon richtig hinke. Und natürlich heißt unser Winterspecial oder beziehungsweise das neue. Wir haben ja Käsekuchenland. Wir haben Käsekuchen Island. Und jetzt kommt halt noch. Wir haben nicht gespeichert. Ja. Ja. Okay, sagen wir jetzt mal nichts dazu, oder? Müssen wir mal noch schnell eingeben. Entschuldigung. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. So, das heißt jetzt, welchen Namen hatte ich denn gemacht? Der Käse, genau so, jetzt haben wir es. Käse. Kuchen. Käsekuchen. Sahne. Ich mache das mit dem Controller übrigens. Aber ihr seht die Texteinblendung nicht, deswegen labere ich euch damit richtig schön zu, damit es euch richtig schön auf den Sack geht. So, Käsekuchen-Sahnewerk. Wunderbar. Da haben wir stehen. Und dann machen wir natürlich wieder unbegrenzt und alles freischalten und beginnen. Also nehmen wir jetzt also auch wirklich diese Karte. Sehr schön. Allgemein, wer das DLC nicht kauft, ne, profitiert trotzdem ein bisschen vom Update, denn es sind trotzdem zwei, drei neue Sachen reingekommen bei City Skylines. Und es gibt auch Regen jetzt zum Beispiel drin, auch auf den normalen Karten. Und das ist gar nicht mal so schlecht, also das macht schon so ein bisschen Feeling. In der Richtung haben wir auch einen Berg, aber das ist zu weit weg. Nee, dann wir sehen den an, der sieht auch schön aus. Das Gebiet hier daneben? Nee, 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 alles gut. Wir machen wieder so, wie wir gerade die Gebiete hatten. Ich glaube, damit können wir am besten bauen und uns am. Achso, ich dachte schon, ich habe den Namen jetzt gelöscht. So, Bereiche. Also, als erstes. Gauwen. Als zweites das. Gauwen. Als drittes. Gauwen. Kann man bitte die Einblendung da oben weg? Dankeschön. Ja, das daneben muss auf jeden Fall sein. Moment mal, wir könnten aber auch da noch. Ja, sind ja, brauchen ja die Autobahn. So oder so. So, wir könnten, ne? Die zwei Sachen. Fehlt uns unten ein bisschen was von der. Nicht das nicht nehme. An von neuem. Moment mal. Dann können wir hier das hier noch nehmen. Jetzt haben wir neun. So, und wenn wir. Weil die Autobahn geht weg. Ihr seht's ja. Die Autobahn können quasi geradeaus weiter durch. Dann geradezu und dann wieder. Dann könnten wir hier nämlich das kaufen. Ja, was. Mit Berg. Ich glaube, das werden wir tun. So, das ist also unser Gebiet. Spaß, Spannung und Schokolade. Und diesmal möchte ich natürlich mit ein bisschen mehr System, aber erstmal möchte ich gucken, weil in den Updates soll ja auch die Tramstation drin sein. Zeig mal her. Ja! Das ist die Buslinie. Warum ist die Buslinie gesperrt? Tram? Ja, hier! Straßenbahn! Oh, schön! Zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen. Ah, sogar mit der Einbahnstraße auch schön. Schön. Freut mich. So, jetzt wollte ich hier mal noch gucken. Was haben wir denn hier noch? Der Schneemannpark. Die Skihütte. Schlittschuhbahn. Aber da ist auf jeden Fall. Oh, guck mal, da ist vieles Neues dazugekommen. Das ist doch was. Ach, schön. Wie ist das mit den normalen Sachen? Und die sehen dann aus wie immer? So, jetzt ist ja eine. Ja gut, das ist ja natürlich jetzt blöd, weil ich jetzt noch keine Straße hier habe. Die Autobahn macht das nicht, ne? Ja gut. Test mal gleich. Ist jetzt auch erstmal Latte. Ich würde sagen, wir legen los und machen zuerst die Autobahn. Damit wir die einmal schon komplett vernetzt haben. Was ist das? Straßenzustand? Schneedeponie? Was zum Teufel? Ach so, die Straßen müssen ja jetzt. Ach, wenn es jetzt schneit und so. Okay. Hab's verstanden. Das ist cool. Ich trinke gleich noch meinen Kaffee weiter. So. Okay, stimmt. Das kommt ja natürlich auch mit dem Update hier dazu. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, jetzt müssen wir sechsspurig. Nee, was ist denn das? Mittlere Straßen. Was ist denn hier die Autobahn? Das hier, ne? Autobahn mit Lärmschutz, genau.
Und das würde ich auf jeden Fall erstmal gleich verbessern wollen. Weil das ist definitiv Licht, das brauchen wir hier auch. Starten wir erstmal so. Ich freue mich schon auf die Hütten, also wie die hier dann aussehen. Also ich habe es gesehen auf der Karte, ich konnte jetzt auch nicht eingeben, ob ich europäisch haben will oder das so haben will. Also das macht, entscheidet das Spiel hier auf der Schneekarte von alleine. Deswegen bin ich gespannt, welchen Look wir dann bekommen von den Häusern. Und dann haben wir wieder ein schönes, schönes City Skylines Projekt. Und ich finde, das ist doch, passt doch so schön zum Winter, oder? Und nein! Was hat er da oben das gemacht? Wollte ich nicht. Naja, gut. Machen wir später weg. Denken wir dran. Bestimmt. Bestimmt denken wir da dran. Ich kenne mich doch, wie ich da dran denke. So. Einmal auf gerade. Sehr schön. Und dann ziehen wir das auch, würde ich sagen, knallhart durch, oder was? Ja, das habe ich geahnt. Aber wir müssen ja auch gar nicht die Autobahn. Also wir können sie gerade ziehen und da vorne können wir ja ein Kreuz. Ja, ich habe eine Idee, wenn wir die dort auf der Kante laufen lassen. Dann haben wir sowieso mehr Fläche. Ja, das ist gut, Toni, das ist gut. Schlimm, ne, wenn ein Let's Player labert und nichts macht und man weiß nicht, worum es geht. So. Kriege ich da noch ein Kreuz ran? Das sieht mir nach wenig Gedöns aus. Moment mal. Und zwar möchte ich so ein Kreuz haben. Na, ja gut. Da muss ein bisschen was weg. So. Jetzt aber Straße, Kreuz. Wo muss ich hin? Hier muss ich ran. Ne, hier. Also irgendwie so. Stückchen drehen. Na, ja, ja. So. Das sieht gut aus. Und wenn das jetzt noch hinhaut, dann fresse ich einen Besen. Also er verbindet es auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade in die falsche Richtung gemacht, ne? Das Stückchen Brücke hier hat er in die falsche Richtung. Idiot. Straßen ändern. So. Das hat er. Dann werden wir jetzt hier wieder eine Gerade setzen. Gerade setzen. Setz die Gerade. Sehr schön. Und dann haben wir die schon mal knallhart durchgesetzt. Wie gesagt, Abfahrt machen wir ja natürlich noch. Logischerweise. Ah, das wird schön. Das wird unser schönes, schönes Winterwunderland hier. Ich sag's euch. Ein Traum, ein Träumle. So, jetzt will ich hier die Autobahn, so wie gesagt. Ja gut, hier müssten wir sie eigentlich knallhart miteinander verbinden, weil ja da die Autobahn lang fließt. Und Ausfahrten setzen wir so oder so. Also von daher gibt's ja gar keine andere Wahl. Ah, verdammt, da kommt noch die... Kommt da die Dings? Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wenn ich eine Idee habe, das endet nie im Guten, aber... Freiform. Ja, ich brauche mal ein bisschen mehr Sicht. Ist zu ungewohnt durch das Weiße jetzt, ne? Komme ich schon drüber? Nee, komme ich noch nicht drüber? Machen wir es erstmal so. Welche Spur habe ich jetzt eigentlich? Nach rechts, ne? Das heißt, also ich müsste... wie soll ich denn auf die Spur kommen, wenn da die scheiß Schiene ist? Ich glaube, das habe ich mir gerade nicht gut überlegt, was ich da gerade vorhabe. Und die... Eisenbahnschiene, die läuft da halt richtig schön parallel daneben. Das ist zwar schön, aber auch schön störend. Es sei denn, wir
Sekunde. Weg, weg. Aber ich finde das geil, dass die wie die Eisenbahnschiene hier so langläuft, oder? Also das ist richtig klasse. Also damit können wir auf jeden Fall viel anfangen. So. Na, reicht noch nicht. Einmal ran, und jetzt muss es passen. Naja gut, ich kann nicht so nah ran, das sind ja schon die Schienen, aber ich sag jetzt mal einfach so, den Rest verbinden wir wieder ordentlich. Ich sollte vielleicht mal auf Pause machen, ne? Damit die Zeit noch nicht die ganze Zeit läuft. Verbinden. Plack. Sehr schön. Dann nochmal die Richtung. Ein Träumchen. Du, ich hab heute gar keine Zeitangabe. Irgendwie ist meine Zeitangabe da unten weg. Ich weiß gar nicht. Also wenn ich irgendwie drüber hinaus bin heute über die Zeit, dann sagt mir bitte Bescheid. Hier im Livestream. Ansonsten muss ich mal gucken. So, und jetzt möchte ich diese Straße. Wo muss ich denn ran? Wo muss ich denn ran? Ich muss doch eigentlich... Warte mal. Die geht so, so. Verbindet sich nach da und dann können die Leute... Ach, ist eigentlich wurscht. Wenn ich die jetzt da dran mache... Nee, das ist die Richtung. Und die kommen ja von dort, ne? Ja. Das ist kommen und das da drüben ist gehen, genau. Also das ist kommen. Und kommen muss ich eigentlich von links reinziehen. Also müssen wir nochmal den Schwung hier wegmachen. Schade. Hat er eigentlich schon einen richtig guten Schwung gehabt. Aber warte mal, dann müssen die zwei sich ja dann überkreuzen. Ja, so oder so. Oh Gott, das wird ja ein Gefummel hier gleich, ey. Meine Güte. Weg da. Weg da. So. Kriegen wir hin. Alles gut, alles gut. Na, ja, sehr schön. Guck mal her. Ja, ist nicht zu steil. Nee, nee, alles gut. Ich habe gerade überlegt gehabt, ob es ein bisschen too much aussieht, aber alles gut. So, jetzt müssen wir... Ach Gott, wie kriegen wir das aufs Jahr rüber? Eieieiei. Wieso baut er bei denen eine schöne Brücke? Ne, das muss gleichmäßig aussehen. Also da darfst du keine schöne Brücke bauen. Wäre unfair. Ich baue gerade in die falsche Richtung, kann das sein? Ja, wir müssen dann die Linien auf jeden Fall umändern. So. Jetzt können wir entweder untertunnelt das Ganze machen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, ne? Wir jetzt hier untertunneln. Und dann kommen wir da drüben wieder raus. Eigentlich... Lass uns mal unter Tunnel bleiben. So. So. Perfekt. Und verbessern. Nee, Quatsch, Straßen. Wir müssen ja in die Richtung hier gehen. Ich
gerade ein bisschen ruhiger, damit ich halt nebenbei auch einfach mal sehe, was ich hier wirklich mache. Aber das müsste funktionieren. Das ist auch okay, dann haben wir auch nicht zu viel Krach dann da oben. Vollkommen in Ordnung, bevor wir uns da jetzt irgendwie so ein Heckmeck da oben drauf machen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann lieber so. Hat man auch noch nicht gehabt, ne? Mit so viel Wasser? Eine Herausforderung. Was hat er denn? Moment mal. Das ist doch die Richtung, oder nicht? So. Wie jetzt? Muss man echt erstmal ganz genau hinschauen, wo die Pfeile hingucken. Und die sind so ein bisschen matschig. Ach. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Nein! Jetzt aber. Mein Gott. Puh, war das anstrengend. So, und die hier, ja, die müssen ja dann irgendwie ins Nichts führen eigentlich. Aber da müssen wir mal gucken. Bei dem macht man dann so eine Ausfahrt. Weil dann nutzen wir hier diese tote Ecke quasi. Damit die dann halt wirklich dann hier an diesen Berg... Ey, das ist cool. Guck mal, wir haben den kompletten großen Berg hier. Also das ist ganz geil. Also da können wir auf jeden Fall gut was machen. Das ist schön. Super. So, dann haben wir jetzt schon mal die Straße gemacht. Das heißt, wir können jetzt schon mal die Ausfahrten setzen. Und wenn ihr natürlich da draußen Ideen habt, dann scheut es euch nicht auch zu sagen. Ich bin gerade im Überlegen, was für Ausfahrten. Ob wir wirklich so eine richtig große, so ein Kreuz setzen. Oder ob wir jetzt hier halt kleine Ausfahrten setzen. Ich bin der Meinung, wir machen kleine Ausfahrten. Also würde ich jetzt nehmen einfach mal. Gucken, ob es gut ist oder nicht gut ist. Deswegen setzen wir mal hier. Dann könnte die auch, kann man die hier unten durchführen eigentlich? Ne, das ist ja die andere Straße. Aber wisst ihr noch, was wir auf Käsekuchen Island gemacht haben am Anfang? Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja, ein bisschen zu früh. Lalalala. Sehr schön. Und eine Ausfahrt hatten wir auch gemacht. Kriegen wir das irgendwie so hin, dass das... Dort guckt in die Richtung. Ich möchte irgendwie so, dass das irgendwie beides... Knackt bestimmt, wa? Manchmal hat man auch Vorstellungen. Wo ist er denn? Ah! Machen wir so. Sag mal, ja. Ich find's lustig. Ich find's irgendwie lustig. So, jetzt habe ich überlegt, pass mal auf, wir müssen ja auch irgendwie wieder rübergehen. Ich meine, wir können ja nicht sagen, die können nur in eine Richtung und dann Pustekuchen. Deswegen brauchen wir jetzt auf jeden Fall hier eine Bundesstraße. Die setzen wir natürlich auch. Ne, mit Straßenbahn noch nicht. Vierspurige Straße mit Straßenbahn. Nee, noch nicht. Mit Bus. Ja, machen wir hier erstmal die Bus. Einmal so. Die können ja eigentlich nur in die Richtung. Und hier müssen wir irgendwie darüber.
Eigentlich müssten wir eine Einbahnstraße daraus machen, ne? Boah, das ist eine ganz schön große Einbahnstraße. Toni, ich brauche eine Idee. Heute sind meine Ideen noch nicht so ausgereift. Man merkt es, glaube ich, so ein bisschen. Lasst uns das mal anders machen. Sechsspurige Einbahnstraße. Eigentlich reicht mir aktuell eine zweispurige. So. Ich mache das jetzt so. Folgender Hintergrund, passt auf. Wir müssen ja auch darüber irgendwie kommen. Und dasselbe müssen wir hier auch machen, passt mal auf. So. Und dann setzen wir hier. Reicht das vom Abstand? Das wird eng. Ne, da warten wir mal noch kurz. So. Wir brauchen ein größeres. Ja. Blöd, dass es keine vierspurige Einbahnstraße gibt. Ich finde das immer super nah, ne? Ja. Naja, auch schon mal schöner geworden. Aber das sollte jetzt erstmal tun. Denn wir müssen jetzt darüber. Sechsspurige Einbahnstraße. Gab's das nicht immer mit Bus? Schade eigentlich. A little bit crazy. Ah, nur a little bit. Aber das ist mir eigentlich gerade egal. Das sollte eigentlich passen. Was? Was hat er jetzt gemacht? Also heute will mich das Spiel auch so ein bisschen verarschen. Aber dann haben wir zumindest erstmal die grobe Straßenplanung geplant. Dann können wir halt wirklich dann im nächsten Part richtig schön loslegen. Ich denke mal, das passt ganz gut. Sechsspurig hatten wir den gemacht, ja. Wobei, hier könnte man vielleicht überlegen, ob wir... Muss ja nicht immer einfach aussehen. Einfach ist langweilig. Ah, halt. Verbindet sich das Ding oder nicht? Was? Kannst du da wieder ran? Wo ist das Problem? Ey, manchmal. Manchmal. So, ich nehme jetzt mal wieder dieses Gerade. Wenn das im freien Form ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass das echt nicht passt, ne? Warum nicht? So. Können die da rein und rausbiegen oder was? Aber was halt so. Geht aber in dieselbe Richtung, ne? Das sagt mir jetzt nicht an, dass es blöd ist. Ja, und dort müssen sie halt, auf wie viel Sprung geht denn die Ausfahrt eigentlich? Zwei? Ist es eine? Ist eine, ne? Eigentlich ganz schön wenig los. Oh, guck mal, er meckert hier. An dem Stück meckert er. Wir machen mal... Straßenrichtung ändern. Jetzt meckert er an den Stück. Ja, das habe ich nämlich schon geahnt. Das ist nämlich die falsche Richtung, ne? Weil die kommen von dort und fahren so lang. Und ich mache die Einbahnstraße so lang. Das macht nicht Sinn, Toni. Das macht nicht Sinn. Weil... Ich habe gerade voll den Hänger, ne? Alter, so... Wir kommen von hier. Rechtsverkehr und so. Fahren hier rein. Kommen da raus. Fahren hier lang. Fahren da lang. Fahren da lang.
Dort meckert er. Umändern. Und jetzt? Bin ich irgendwie verwirrt oder habe ich einfach nur die Ausfahrt falsch gesetzt? Jetzt nochmal. Ausfahrt. Meine lieben Kinder, macht dies bitte nicht zu Hause nach. Aber er hat doch oben nicht gemeckert. Ich ahne Schlimmes, Leute. Ich ahne Schlimmes. So. Ausfahrt. Richtig? Da ist noch was, was nicht stimmt. So, jetzt haben wir eine Ausfahrt geschaffen. Die in die Richtung führt und da. Das wird schon passen irgendwie. Ich habe eh gerade total den Hänger. Also von daher. Oh, weia. Oh, weia. Was haben wir hier eigentlich? Wo ist denn hier das verdammte Problem? Oh, er hat verdammt gesagt. Jetzt auch so ein Stück. So, jetzt alles in Ordnung hier? Gottverdammte Axt. Mann. Hier brauchen wir eine komplette Folge hier, nur um eine Straße zu setzen, liebe Leute. Aber dafür haben wir jetzt erstmal den ersten Schritt gemacht. Wir werden das sicherlich wahrscheinlich noch 10-mal umändern. Aber wir haben den ersten Schritt gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, wir sehen den Berg, wir haben Schnee. Was wollen wir eigentlich mehr? Also von daher mache ich jetzt einfach mal hier bei der Folge jetzt den Cut-Ende. Ich habe auch keine Zeitanblendung, wie lange wir jetzt hier schon rumgetüdelt haben. Vielleicht war es kurz, vielleicht wenig. Ich schaue es mir einfach mal an. Und ich bedanke mich erstmal fürs Reinschalten. Ich freue mich mit euch, dieses Winterspecial zu machen. Hoffentlich läuft es dann ein bisschen fließender als wie dieser holprige Start heute. Und sage einfach mal, bis dahin, haut rein, danke für eure Unterstützung, tschüss, euer Sonnechi.